kurzem ging ich an einem Postkartenständer vorbei und eine Karte fiel mir besonders auf. Da stand drauf: Wenn es nicht die letzte Minute gäbe, würden manche Arbeiten nicht fertig. Und ich dachte eine Weile darüber nach, dass es ja wirklich oft so ist bei uns, dass wir manche Arbeiten auf die letzte Minute erst zu Ende bringen. Und dann dachte ich weiter darüber nach, über das Thema Zeit. Zeit, die uns gegeben ist, Zeit, die uns zur Verfügung steht. Die Wortbedeutung von Zeit ist die, das Nacheinander von Ereignissen in bestimmten messbaren Abschnitten. Wir messen Zeit. Und es ist ganz, ganz wichtig in manchen Dingen, wie Zeitabläufe sind. Du kennst es sicher aus den Sportnachrichten, dass es da um Tausendstel Sekunden geht, ob jemand den Sieg hat oder nicht. Benjamin Franklin hat in einem Buch geschrieben für junge Kaufleute, Zeit ist Geld. Daher kennen wir umgangssprachlich immer noch heute diesen Begriff. Das heißt, dass wir möglichst die Zeit auskaufen. Wie ist das bei uns Menschen in Bezug auf unsere Zeit, die wir mit Gott verbringen? Weißt du, wir brauchen eigentlich die Erfrischung aus dem Wort Gottes. Wir brauchen die Erfrischung durch den Heiligen Geist. Und die werden wir sicher nicht bekommen, wenn wir nicht wirklich uns dafür Zeiträume nehmen. Zeiträume an einem Tag oder eine kleine Zeit an einem Tag, wo wir uns in besonderer Weise Gott öffnen, dem Heiligen Geist Raum geben in uns, dass er zu uns sprechen kann. In der Bibel lesen wir in der Apostelgeschichte, dass es Zeiten der Erfrischung von Gott gibt. Brauchst du gerade heute eine Zeit von Erfrischung? Eine Zeit, wo du sagst, ich brauche Ermutigung, ich brauche etwas von Gott, ich brauche, dass der Heilige Geist gerade jetzt in meine Situation hineinspricht. Zeit ist etwas, was von Gott geschenkt ist, damit wir ihm die Gelegenheit geben, zu unserem Herzen zu sprechen. In unserem Herzen ein Aufblühen hervorzubringen, dass wir Stärke empfangen, dass wir Zuversicht empfangen, dass wir etwas von ihm an Kraft empfangen, die uns fähig macht, mit den Dingen in unserem Alltag umzugehen. Zeit ist etwas Kostbares, was er uns schenkt, was er uns einfach zur Verfügung stellen will und wo er uns ein Angebot macht, ihm zu begegnen. Deshalb möchte ich dir ganz neu diese Ermutigung zusprechen, dass du Zeit mit Gott verbringst. Zeit mit Jesus nutzt, um die Beziehung zwischen dem Herrn und dir zu festigen, zu vertiefen, einfach diesen Reichtum aus dieser Beziehung zu empfangen. Dass du Zeit der Erfrischung durch den Heiligen Geist heute empfängst. Gerade heute, gerade jetzt, in dem, wo du drin steckst, brauchst du diese Erfrischung, dieses von Gott erfüllt werden. Gott hat mehr für dich.